Hallo mal wieder. Eine neue Charge ist fertig geworden. Eine neue Charge, RMF Charge, und wie ihr seht, Holz ist jetzt mein Thema irgendwie. Mit dem Ding hat es angefangen. Das hat mir jemand als Gehäuse geschickt. Das war irgendwie so ein medizinischer Apparat, wo man einen gewissen Strom auf den Probanden geben konnte aus der 50er Jahre, so wie es aussieht. Der geht bis 19 Volt und 7,5 Ampere. In der Spitze schafft er auch 10 Ampere, dafür ist die Schaltung ausgelegt. Der interne Step-Down, der da nach dem Trafo eingebaut ist, der schafft sogar 15 Ampere, aber trotzdem, wenn ich den verkaufe, sage ich euch, bitte nicht mehr als 7,5 Ampere hier oben einstellen. 7,5 Ampere ist der Dauerbetrieb, der maximale. Für alles andere würde ich dann nicht unbedingt die Hand ins Feuer legen, aber der hat Sicherheitsabschaltungen drin. Da ist ein Temperaturfühler auf dem Trafo drauf, der bei 100 Grad abschaltet. Und ja, das müsste dann eigentlich funktionieren, falls er doch mal überhitzen sollte. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht in die Überhitzung bekommen. Ne? Aber wie gesagt, 7,5 Ampere. Damit dürftet ihr schon einiges machen können. So, machen wir mal eine kleine Demonstration hier. Am Anfang müssen wir ganz runter drehen. Haben wir ganz runter gedreht. Einschalten. Ach, da macht doch nichts, weil ich die... Hauptstrom brauchen wir auch noch. So. Okay. Also der Akku ist ziemlich hochohmig, muss ich sagen. Mal gucken, ob ich die 7,5 Ampere jetzt überhaupt schaffe. Da scheint eine Zelle im Arsch zu sein bei dem Teil. Aber erstmal hier die Ladeabschaltung einstellen. Das haben wir jetzt bei 28 Volt. Das ist ein bisschen viel. Gehen wir mal runter auf 14,8. 14,8 Volt. Okay. So, wenn die rote Lampe leuchtet, dann hat er schon durchgeschalten. Dann ist jetzt praktisch schon der Strom auf dem Output. Ansonsten müsste man aus- und wieder einschalten. Und dann kann man hier dann hochregeln. Ist ein 10-Gang-Potty eingebaut. Also könnt ihr auch dann richtig fein justieren. Und jetzt geht's los. Oh. Hat er schon die 14,8 Volt erreicht oder wie? Oder was? Was denn? Wofür Effekt jetzt? Ist doch nicht wahr. Volt. 14,8 haben wir eingestellt, ne? Da können wir schon noch ein bisschen 14. Gott. Ja, 4 Ampere, 13,7 Volt, ihr hört es rödeln sozusagen, wie der RMF läuft, und so könnte ich das jetzt lassen, bis die Ladeabschaltung bei 14,8 Volt abschaltet. Ihr könnt von 1,2 Volt Zellen, ne, bis 18 Volt, also 19 Volt ist die maximalste Spannung, was hier rauskommt. Also mit 18 Volt Zellen weiß ich nicht so richtig, ob sie richtig voll werden. Aber für 12 Volt, 14 Volt, 16 Volt auf alle Fälle. Ja, das ist das Schätzchen, mit dem es losgeht. Na, über dem Teil alleine war ich ungefähr von den Arbeitsstunden her so lang. Wie über diese hier, also wundert euch nicht über den Preis, aber irgendeinen Liebhaber wird es schon geben. Da ist dann eher das Design auch ausschlaggebend. Bei den letzten RMF-Chargern war ein RMF-Charger dabei, wo ich die Schaltung sichtbar außen aufs Gehäuse gebaut habe, dass man praktisch schön rankommt. Und das hat ein Student aus Dresden gekauft. Und er war so glücklich drüber, dass man da direkt dran messen kann und auch die Schaltung gleich nachbauen kann, dass ich mir überlegt habe, hey, klar, die Leute müssen das nachbauen. Und dann bin ich eben auf diese Kistenidee gekommen. Und so schauen die Kisten jetzt von innen aus. Ladeschlussspannung ist hier so um die 22 Volt. Und in der Spitze schafft er 5 Ampere. Ja, also die 5 Ampere, wenn man die einstellt, dann regelt er dann nach und nach dann langsam runter. Die Netzteile sind für 3 Ampere ausgelegt. Also 3 Ampere steht drauf, dass sie maximal schaffen. Und so sollte er dann auch betrieben werden. Also die
die Spannung dann immer nur so hoch einstellen, dass er ungefähr 3 Ampere aufnimmt. Aber das funktioniert auch super ohne Ladeabschaltung. Wenn man jetzt zum Beispiel hier einen 12 Volt Akku dran hat, könnte ich eigentlich gleich mal machen. Demonstrieren wir es mal, dass ihr es auch mal in Aktion seht hier. 12 Volt Akku ist dran. Mal gucken, was er sagt. Wieder, na, wie gesagt, 10,8 Volt. Ändert sich wohl nichts. Aha, und hier tut sich auch nichts, weil ist klar. Ich habe wieder den erwischt ohne Sicherung. Moment. Die Schaltung an sich ist für 10 Ampere maximal ausgelegt. Und ja, alle Anschlüsse sind frei zum Messen und dass ihr genau seht, wie es kopiert werden kann. Gut, okay, Probelauf die zweite. Ja, jetzt kommt er schon langsam. Aha, siehst du? Das war die Zelle, die im Arsch war. Das passiert nämlich bei einer normalen Batterie nicht. Dass man dann die 2 Oktaven hat sozusagen. Da fährt man dann immer höher und die Ampere werden immer mehr. Aber jetzt habt ihr gehört, da hat es die eine schon dann übersprungen. Na gut, dann die Zelle halt im Kurzschluss mitgeladen. Und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo wir hinwollen. In diese Töne hier. Jawohl. Jetzt hat er sich vollgefressen. Hier sind wir bei 18 Volt. Ach, da schau her. Normalerweise lasse ich das hier immer so bei 17,5 Volt. 17,1, 17,2, 17,3. Ja, so Pi mal Daumen. Das Ding hier wird warm mit der Zeit. Und das heißt, das Potentiometer, was hier eingebaut ist, das verändert dann den Wert. Ihr müsst dann hier die erste halbe Stunde immer ein bisschen nachregeln. Ne? Aber so nach einer halben Stunde müsste sich das dann alles auf einer Temperatur eingeschwungen haben. Und dann müssten die Ampere eigentlich halten. Also die 2,3 Ampere, die jetzt hier stehen, die werden vielleicht so 10 Minuten gehalten werden. Ja, kommt drauf an. Also bis 3 Ampere ist es ausgelegt, das Netzteil. Man kann dann natürlich aber auch höher gehen als 3 Ampere. 4, mal gucken, wo wir hinkommen. Ja, mehr als 4,6 Ampere nimmt die jetzt nicht mehr auf. Na, wenn ich hier Lithium-Akku dran habe, kann ich auch bis auf 5 Ampere stellen, aber das ist für einen Langzeitbetrieb nicht gerade gesund. Bei den Sommertemperaturen jetzt auf alle Fälle mit offenem Deckel fahren. Ja, im Winter könnt ihr dann den Deckel so bis 3 Ampere, denke ich, auch zumachen. Dann müssten hier an der Seite diese Löcher dann ausreichen. Kann ich ja selbst noch nicht testen, weil jetzt ist es noch warm draußen. Und da hat es den Langzeitbetrieb in dem Modus ausgehalten. Da bin ich auch so zwischen 3 und 4 Ampere gefahren, noch mal so 4 Ampere eine halbe Stunde lang. Das hat es ganz gut ausgehalten. Ne, er ist nicht in die Selbstabschaltung gegangen und auch sonst ist hier nichts in Flammen aufgegangen. Juhu! Okay, das sind die Kisten, die ich euch jetzt zurzeit anbieten kann, dass ihr was zum Kopieren habt und euch so viel Ladegeräte selber basteln könnt, wie ihr möchtet. An der Stelle ist jetzt hier ein Festwiderstand von 160 Ohm, was ich so als guten Mittelwert rausgefunden habe. Perfekterweise könnte man hier an diese Stelle in Reihe ein Potentiometer von 5 Watt und 1 Kilo Ohm noch setzen. Das würden die nächsten Versionen dann folgen. Die sind noch auf dem Weg zu mir. Aber die ersten Versionen kann ich guten Gewissens auch schon so hier an euch weitergeben. Okay, in dem Sinne, ich wünsche euch was. Bis später.